live dabei hier im Hof Gundelach mit Max Gundelach. Wir dürfen mit Ihnen heute einen Arbeitstag erleben. Schön an der Natur, an der frischen Luft. Und er hat eine Überraschung für uns heute. Sag mal, schön, jemand von der neuen Generation, der wirklich mit anpackt, der gerne arbeiten will und der kein Influencer werden will. Ja, obwohl, das gibt es ja auch mittlerweile viele Influencer dazwischen. YouTube hat ja mittlerweile jeder, Instagram, da sind wir auch gut vertreten. Ja. Das machen mir meine Brüder, weil die da mehr Zeit haben. Meistens nicht auf der Maschine und die filmen einen dann, wie man damit durch die Gegend fährt. Und, aber das macht man ja nebenbei auch viel, da sind wir auch gut vertreten. Und das läuft, klar, aber es ist immer noch ein Betrieb, wo man anpacken muss, auch viel Zeit rein investieren muss, auch manchmal arbeiten muss, wenn man keine Lust hat, aber das kennt ihr als Gastronomen ja auch. Das kennen wir, das kennen wir. Feiertage ist da ja scheißegal. Ja. Das sind so für euch sogar noch die besten Tage, für genau. Uns guckt man da schon, dass es da ruhiger ist, aber trotzdem ist man jeden Tag ja unterwegs. Ja, Max, ich habe ja vorhin mit dem Mauritz gesprochen, da haben wir uns euer Hof angeguckt. Was hast du noch Schönes uns zu zeigen? Da ja, wir schon mal hier sind. Genau, mein Bruder hat ja die Gelowes da, die Rinder. Und wir haben jetzt was ganz Spezielles, was ganz Neues, was Außergewöhnliches hier für die Region. Und zwar haben wir ein paar Wasserbüffel. Wasserbüffel? Genau, Wasserbüffel. Die leben bei uns hier in so einem Gebiet drin, wo viel Wasser ist. Da kommen die Gelowes so nicht gut mit klar, mit den Klauengesundheit. Aber wir zeigen, ich kann sie dir einfach mal zeigen. Ja, geil! Komm her, wir fahren mal hin. Hab ich noch keine gesehen. Ja, deswegen. Und dann bleiben wir mal stehen und dann gucken wir da mal. Super! Raus, raus. Ha, bella natura. Ja, Max, Wasserbüffel, das ist ja nicht für alle ein Begriff. Erzähl uns mal was dazu. Ja, das sind unsere Wasserbüffel hier. Wow. Unsere 5 Stück. Die haben wir jetzt knapp 3 Jahre. Die sind jetzt im Moment noch auf ihrer Winterwiese, sag ich mal. Normalerweise im Sommer haben wir so ein Gebiet mit so einem See. Und dann tauchen die und schwimmen die auch da drin rum. Die lieben halt das Wasser, wie der Name schon sagt. Wasserbüffel. Genau, Wasserbüffel. Und, was wiegt so einer? Die sind jetzt noch nicht ganz ausgewachsen. Der wiegt jetzt so knapp 600 Kilo. Aber die können nachher, wenn die richtig ausgewachsen sind, wiegen die so bis zu einer Tonne, können die locker wiegen. Wie alt werden die? In der Natur werden die auch bestimmt 30 Jahre, wenn die alt werden. Aber so alt lassen wir die nicht werden. Also wir wollen sie da ja dann schlachten. Okay. Und dann vermarkten. Aber das sind sehr friedliche. Ja, die sind sehr friedlich. Die sehen immer gefährlich aus. Ja, das meine ich. Aber die sind eigentlich, an sich sind die sehr ruhig, friedlich, genossen. Außer wenn sie natürlich abgehauen sind oder mal der Hund oder so dazwischen ist. Aber an sich sind die sehr, sehr lieb. Und Futter? Ja, von der Wiese. Von der Wiese. Genau, die sind das ganze Jahr über draußen. Alles Wiese. Genau, Wiese. Ja, wir machen immer mal ein bisschen Heu oder irgendwo. Füttern die im Winter dazu, da wächst das ja nicht so gut. Okay. Aber sonst kriegen die nur jetzt nichts anderes oder so. Einfach reines Gras, alles aus der Region. Ja, jetzt nichts zugekauft, keine Ahnung. Regionaler geht's gar nicht. Ja, Max, was würdest du denn vorschlagen? Wie könnte ich meine Salsiccia in deutsche Version machen? Ja, also eine Salsiccia gibt es ja nicht in Nordhessen. Ja. Aber wir haben noch unsere schöne grobe Bratwurst. Bratwurst, dann machen wir eine Bratwurst, nennen wir sie Salsiccia. Genau, sagen wir das so, dann ist es auf Italienisch. Dann, wie können wir sie machen? Naja, erstmal lassen wir es schön abhängen. Ja. Dann machen wir schön Hack daraus, noch eine schöne Gewürzmischung dazu. Gundelach Speziale? Genau, so ungefähr. Speziale Gundelach Gewürzmischung. Genau, und dann machen wir die in den Darm und dann bringen wir sie euch vorbei und dann können wir mal gucken, was eure Jungs daraus so zaubern können. Die Jungs sollen was Schönes noch sich einfallen lassen und dann kommt ihr uns besuchen. In der alten Wache. Familie Gundelach arbeitet jetzt mit uns. Wir freuen uns, dass wir als erste Gastronom mit euch arbeiten dürfen. Genau, wir sind auch froh, dass wir das gucken, was kommt. Grazie mille. Ja. Und bis bald. Teil nicht vergessen. Wir freuen uns auf euren Besuch. So ist es. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.